Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lorecore. Ich habe in den letzten Tagen und Wochen schon einige Resident Evil 3 Lore Videos gemacht. Wir haben uns die neuen Gegner angeguckt, viele der neuen Charaktere, beziehungsweise der alten Charaktere, aber ihre neue Geschichte oder so. Aber wir sind mit dem Spiel noch lange nicht fertig. Und bevor ich mir wieder Resident Evil Lore anderer Teile ansehe, älterer Teile, und Videos über zum Beispiel die sehr häufig nachgefragte Lisa Trevor mache, bleibe ich erstmal noch, wie gesagt, bei den Protagonisten und den Antagonisten sowie auch den Nebendarstellern aus Resident Evil 3, um dieses Spiel wirklich erstmal vollumfänglich abzuschließen. Und deswegen werfen wir heute einen Blick auf einen überaus wichtigen und zentralen Nebencharakter in Resident Evil 3. Und zwar geht's heute um Mikhail Victor. Mikhail Victor wurde 1953 in Leningrad geboren und wurde später Soldat in der sowjetischen Armee, wo er es bis zum Captain geschafft hat. Als die Sowjetische Union zusammenbrach und sich somit auch die Armee auflöste, verließ er das offizielle Militärgewerbe vollständig und hat sich stattdessen einer Guerilla-Organisation angeschlossen, mit dem Ziel, eine ethnische Minderheit zu befreien, die nun die Verfolgung durch die neue Russische Föderation fürchten müsste, da seine Frau zu dieser Minderheit gehörte. Die Guerilla-Organisation radikalisierte sich relativ schnell, relativ stark und wurde regelrecht zu einer terroristischen Organisation. Und als diese ihren Höhepunkt der Gewalt erreichte, wurde Mikhail von den russischen Behörden festgenommen. Die überaus mächtige Umbrella Corporation interessierte sich allerdings für Mikhail Victor, da sich dieser sowohl in der Sowjetarmee als auch als Widerstandskämpfer einen gewissen Namen gemacht hat. Darum engagierte sie den festgenommenen Mikhail quasi den russischen Behörden vor der Nase weg. Und er diente von da an Umbrella Corporations, privater paramilitärischer Streitmacht. Genauso wie der ehemalige Colonel der Sowjetarmee Sergei Wladimir durfte Mikhail seinen militärischen Rang aus der Sowjetarmee in die UBCS übernehmen. 1998 wurde Mikhail dann gemeinsam mit dem Rest des Delta-Platoons, dem er angehörte, nach Raccoon City geschickt. Wie die meisten seines Teams dachte Mikhail, es ginge darum, Zivilisten aus dem kontaminierten Gebiet zu evakuieren. Die mit dem T-Virus Infizierten wiesen allerdings wesentlich höhere Resistenzen auf und traten in wesentlich höherer Zahl auf, als es die UBCS jemals für möglich gehalten hatte. Und somit musste sein Team innerhalb weniger Tage extreme Verluste hinnehmen. Mikhail, Zinoviev und Olivier waren die einzigen, die es schafften, vor der Zombie-Horde zu fliehen und sich selbst in einem aktuell stillgelegten U-Bahn-Waggon zu verbarrikadieren. Während Mikhail selbst verwundet war, schickte er die anderen los, um einen Weg zu finden, um gemeinsam mit den bereits geretteten Zivilisten aus der Stadt zu fliehen. Schlimmer als die körperlichen Wunden belastete ihn aber die Schuld, die er sich selber am Tod seiner Teamkollegen der UBCS gab. Verstärkt noch durch die Tatsache, dass er aktuell nicht mit seinen Teamkameraden Seite an Seite kämpfen konnte. Nachdem es Jill Valentine gelang, die U-Bahn wieder zum Laufen zu bringen und der Ausweg aus der Stadt schon greifbar nahe schien, wurde der U-Bahn-Waggon allerdings von der experimentellen Biowaffe Nemesis attackiert. Mikhail evakuierte daraufhin die hinteren Waggons und stellte sich dem Nemesis alleine. Letztendlich gelang es Mikhail, den Nemesis abzuwehren, indem er ihn und sich selbst mit einem Sprengsatz in die Luft sprengte und so sein eigenes Leben opferte, um seinen Teamkameraden einen Vorsprung zu gewähren. Und so opferte Mikhail Victor, getrieben von der Schuld für die vielen Toten und von der Verantwortung für seine übrigen Schützlinge, im Alter von gerade einmal 45 Jahren. Synchronisiert wird Mikhail Victor in der englischen Version von Resident Evil 3 übrigens von Schauspieler William Hope, der besonders für seine Rolle des Lieutenant Gorman aus Aliens bekannt ist. Eine Figur, die wahrscheinlich nicht nur rein zufällig auf
eine sehr ähnliche Art und Weise verstirbt wie Mikhail Viktor. Und das war die Geschichte von Mikhail Viktor, einem oft zu Unrecht vergessenen Helden der Resident Evil-Reihe, der bereit ist, sein Leben zu riskieren und sogar zu opfern, um so viele Menschen wie möglich dadurch zu retten. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, vergesst bitte nicht, das Video zu liken und abonniert den Kanal, wenn ihr es nicht schon getan habt. Das wäre super cool von euch und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.